So, hallo liebe SWN-Zuschauer, heute bin ich mit dem Auto unterwegs in Schweinfurt und war gerade bei einem Termin, Feschbergkirche. Also es geht los wieder mit der Feschbergkirche dieses Jahr und ich muss euch sagen, Feschbergkirche ist eine super Sache. Also wenn man da reingehen kann für 1,50 Euro, kriegt man also Mittagessen und einen Kaffee und Kuchen und soziale Beratung, was Gott was alles noch. Also ich finde, das ist eine super Sache und ich hoffe, dass es noch die nächsten Jahre so weitergeht mit dieser Feschbergkirche. Und also wenn ihr Lust habt, geht in die Feschbergkirche in Schweinfurt, wenn die jetzt stattfindet. Und das Essen ist immer super, es wird ja im Leopoldina gekocht und ich muss euch sagen, also mir hat es immer gut geschmeckt. So, jetzt fahre ich hier raus, zurück in den Sender. Und den Film machen von der Feschbergkirche. Ja, was soll ich sagen? Ne? Schweinfurt, richtiges Sauwetter, kalt ist es. Naja, wir haben ja schon wie die Tage vorher, muss man sagen. Also ist nichts mehr ganz so kalt wie die Tage vorher. Aber immer noch kalt genug. Mich verliert es wie Hund, wenn ich draußen bin. Und es könnte ja wieder mal wegen der Sonne scheinen. Ich liebe die Sonne, ich liebe die Sonne. Und im Winter ist immer so eine Zeit, wo ich gerade so kaum in den Hintern hochkomme, wenn ich daheim sitze, am Computer sitze und alles aufarbeite, was so aufzuarbeiten ist. Und eigentlich immer froh bin, wenn ich mal keinen Termin habe draußen, weil ich meine Sachen aufarbeiten kann und nicht raus muss in die Kälte. Was ja eigentlich schlimm ist, weil ich bräuchte ja eigentlich deswegen rausgehen, guck mich mal, oh, ich bin viel zu fett, da muss ich ein wenig abnehmen. Ne? Und aber wenn da mal ein Movie steht, das ist der Movie, das ist mein Talisman, den habe ich ja so lange wie ich Auto fahre, also nicht ganz übertrieben jetzt, aber den habe ich schon sehr viele Jahre und da hat mir immer Glück gebracht bis jetzt. Auch wenn ich raus muss zu irgendwelchen Einsätzen oder so, er ist immer dabei. Man darf ja gar nicht rumspielen. Ne? Man soll am Verkehr aufpassen. Guck da hin, wo du fährst. Und nicht in der Wegschicht rum. Ne? Das ist nicht gut, wenn man da in der Gegend rumguckt und nicht am Verkehr aufpasst. Weil es gibt ja so viele Trollos, die da rumfahren, alleweil. Ich weiß, ob das früher auch schon war, aber alleweil kommt es vor, als wenn nur noch Trollos in der Gegend rumfahren, die auf nichts mehr Rücksicht nehmen. Ne? Nur noch sich und ich will da jetzt abbiegen, ne? Egal ob du da jetzt kommst oder nicht, ist mir wurscht. Ne? Und dann in der Gegend rumfahren. Also, es kommt mir vor, als wenn das immer mehr werden. Jeden Tag werden das mehr. Jeden Tag wird ein neuer Troller geboren. Ne? Oder fahren die Kinder, fahren Schlitten da am Berg da, an der Kirchensteiner Schule runter. Dass man da überhaupt Schlitten fahren kann, nur ein bisschen Schnee wird noch liegen. Ne? So, jetzt geht's heim und dann wird der Film geschnitten von der Feschbergkirche. Ja, gestern war ja der Brand da am Berg oben, Berliner Platz. Da haben sie ja die ganzen Menschen evakuiert. Und weil es da oben gequalmt hat und geraucht hat, hat er vergessen, seinen Herd auszuschalten. Naja, so ist es. Ich freue mich schon wieder, wenn ich im April gehe ich ja in Urlaub wieder oder gehen wir fort und machen Filmaufnahmen. Ich habe auch nicht mehr Urlaub, aber eigentlich sind wir immer im Dienst. Da werden Filmaufnahmen gemacht, wo man also über Sizilien. Und ich hoffe, ihr freut euch schon drauf auf diese Filmaufnahme, die wir dann in Sizilien machen. So, jetzt sind wir angekommen bei unserem Sender. Jetzt machen wir Tor aufmachen drückt, dass das Tor aufgeht. Naja, wir sind auch schon modern, gell? Wir sind auch elektrisch, SWN ist elektrisch. Und jetzt fahren wir rein ins Hüttler, sagen wir mal, ins Hüttler von SWN. Ja, sind wir drin im Hüttler. Ja, das war's. Also ich fahre ja Fahrt Galaxy und bin ja top zufrieden mit dem Auto, lässt sich wunderschön fahren. Und ja, also ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich gehe jetzt rauf und mache meine Arbeit. Ich war nämlich gerade bei Firma, habe mir mal Brille nachschauen lassen. Also ich habe immer das Gefühl, dass ich, wenn ich Fernsehen gucke, immer die Bilder doppelt sehe.
Und jetzt haben die mir erklärt, ich bin einfach zu alt. Ich bin einfach zu alt. Meine Augen, die brauchen so lange, bis sie sich einstellen. Und bin selber schuld sozusagen. Also, schöner Tag noch, ne?